Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Sunless Sea. Jetzt geht's zum letzten Gefecht, weil es ist fast rum. Die Zeit ist jetzt nur noch 2 Stunden. Dann ist das Ding gegessen. Dann darf ich es nicht mehr spielen. Dann ist das Demon rum. Ihr merkt aber, es hat bei mir einen Nerv getroffen. Sonst hätte ich jetzt nicht wirklich, mittlerweile ist das ein relativ bekanntes Verfahren. Man fragt der Games Archiv, ich gucke mir ein Spiel an, wenn man fragt der Games Archiv oder eine Mod. Und wenn mir das richtig gut gefällt, dann mache ich, und ich habe das Spiel schon gekauft, ja, oder die Mod schon runtergeladen, dann mache ich ein richtig langes Let's Play, ja, das spiel's durch. Ist es etwas, wo ich sage, also ist es so ein freies Steam-Wochenende oder Game Time oder hast du nicht gesehen? Beta oder sowas, dann mache ich halt eine Handvoll Videos und guck vielleicht später nochmal rein. Und wenn es so ein Spiel ist, wo ich sage, jo, aller fort, das ist jetzt im Archiv, das haben wir uns jetzt mal angeguckt, das ist in Ordnung, wir wissen jetzt, wie es aussieht und so, dann bleibt das meistens bei 1, 2 Videos so. Also das hier ist schon so ein Spiel, das irgendwas hat das, ja, das hat was. Also dieses Explore und wie das geschrieben ist und so. Ich merke schon wieder, das ist echt so ein Spiel, das wird der, also das ist definitiv ein Spiel, das polarisiert. Ich habe den Jungs vom Orden von dem Game erzählt. Interessanterweise gab es die Meinung, das ist mir zu düster. Es gab die Meinung, was, nur Text? Und das ist auf Englisch? Was ein Scheiß. Es gab, ach ja, das hört sich ja interessant an. Das schaue ich, gucke ich mir auch mal an. Also, das hat direkt gespalten, ja. Also, es ist das, was ich schon mir vermutet hatte. Die Atmosphäre, gerade viele Text, dass es nur auf Englisch ist, das schreckt viele ab. Mich hat es jetzt nicht gestört. Mich hat persönlich am Anfang mehr gestört, dass ich kein Geld hatte. Das habe ich ja relativ einfach gelöst, das Problem. Jetzt, wo ich die Kohle habe, mal ein gescheites Schiff, macht mir das richtig, richtig viel Spaß, das Spiel. Auch wenn das so wahrscheinlich nicht gedacht war. Wir haben auch ganz viel Krempels eingesammelt. Stimmt, wir wollten ja noch... Das haben wir 3 Favor. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Einnahmequelle, wenn man das spielen will, ohne den Cheat. Abgesehen vom Handeln kann man durch diese Berichte bei der Admiralität was abgrasen. Das ist auf jeden Fall ein nettes Nebeneinkommen. So, jetzt, man kann es runtergehen. Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr. Ach, guck mal, jetzt mittlerweile kann ich, weil ich schon 3 Favor habe. Ne, wir reden mal mit so einem Admiral. So, das Office. Das ist dann die nächste Stufe, ja, jenseits von den einfachen Berichten, quasi nachrichtendienstlich für den Wissen zu arbeiten. Das ist Verschwendung, finde ich. Das ist ja witzig. Was habe ich? Das probieren wir gleich mal. Cool, das bringt direkt mal 250 Credits. Das ist definitiv. Ich weiß mal nicht mehr genau, wo ich das hier hatte. Aber das hat mir mal Asche gebracht.
Ich brauche andere Sachen. Information. Port Report. Okay, er will ja tatsächlich in erster Linie Port Report. Okay, er schickt mich wieder dahin zurück. Okay. Interessant, jetzt hat mir Realität erstmal gesperrt, okay. Ach guck mal, den haben wir jetzt hier direkt. Also wir haben jetzt direkt einen Zugang zu ihm gekriegt. Deshalb ist das hier nicht mehr darunter, sondern jetzt hier. Ach, das ist ja nett. So, genau, wir haben ja so einen Krempels. Wieder eine ganze Reihe Sachen wieder freigeschaltet. Ach, guck mal. Ach, das ist der Krempels, den wir irgendwo eingesackt haben. Geben wir mal das da. Schieben. Too beautiful. Aha, das bringt auch Geld und irgendwas anderes noch. Das war dieses andere Krempels. Da gibt man Fragmente und Geld. Also gut, also wenn man einfach, also wenn man das, ist aber auch gut zu wissen, man hat nur durch eben Handel und durch Admiralität, auch hier in der Universität kann man Geld abgreifen. Wir gehen aber trotzdem mal raus. Wir haben ja ein bisschen was gekriegt. Das können wir eigentlich mal machen, einfach spaßeshalber mal. Ein bisschen Party mache. Zwei neue Crewmitglieder. Ach guck an, deshalb haben wir jetzt ihn auch direkt den Kontakt. Mhm. Ich glaube, ich spiele jetzt mal was. Mal Perusing Report, Report in Private. Ah ne, das brauchen wir nicht. Visitor Study, Rest in Room. Ich kaufe mir jetzt ein Haus. Das kann ich ja wieder verkaufen. Ach guck mal, das kann man ja direkt wieder noch höher gehen. Purchase 7 Menschen. Ach, das ist ja interessant. Man kann einfach sagen, ist gut jetzt, wir verkaufen das Schiff, wir bleiben jetzt in unserem Schiffchen, wenn man das Haus hier hat und so und hier diese Dings hat, dann kann, oder das hier hat, dann kann man sich zur Ruhe setzen. Ja gut, das ist das Spiel vorbei, ist ein bisschen Sinn. Ruhen wir uns mal aus. Ja, das ist echt super, um Terror zu verlieren. Ist auch nicht ganz günstig. Ne? Wobei ich nicht ganz weiß, warum ich es bezahlen muss, wenn ich in meinem eigenen Haus penne. Wahrscheinlich Ausgaben für Essen, Diener, käufliche Liebe, alles was halt anfällt. So, das haben wir jetzt soweit auch. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier, dass das gelockt ist, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich will hier irgendwas machen, ich will den hier irgendwie, warte mal, nee,
Okay. Wir haben aber ganz viel von diesem Herzgedönsigkeit, oder? Ach nee, nicht Herz, Secrets. Secrets haben wir doch einige. Reden wir mit unserem armen Herzarzt, der ist ja ein bisschen unruhig. Er kann über... Increase your Herz. Ach genau, das ist das mit dem Secret. Das können wir mal machen. Reden wir mal mit dem. Ist natürlich jetzt die Frage, für was brauche ich das eigentlich? Diese Mirrors. Ah, okay, da steht Find a Fine Solution in Combat. Ah, okay. Ja, reden wir noch mit der. Ach, sicher, gerade ist das so eine Tätowierung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die hat halt irgendwie so einen Hautausschlag. Ja, die arbeiten im Maschinenraum. Ist ja nicht gerade gesund. Ist denn das eigentlich zu? Achso, ein Strange Catch brauchen wir oder 54 Whales? Ja, wir haben nur 10. Iron Common. Ich würde sagen, wir laufen noch mal aus. Ich würde eigentlich ganz gern mal nach Norden laufen. Oder haben wir irgendeine fette Krabbe? Ach, hör mal, wir haben noch eine neue dicke Wumme. Wir sind ja gerade mal mit der Kanone schießen. Ich stehe da drauf, wenn es mit einem Schuss platze. Hm.
Crab Cake, 50 Fragmente. Das sieht nach einem Irrgarten aus. Das Labyrinth von Eels. Das könnte aus Monty Python stammen, der Name. Aber so viele Kämpfe kommen da jetzt irgendwie gar nicht, wie ich... Oh, warte mal. Ah ne, das ist nur irgendeine Struktur. Ich habe schon gedacht, da kommt irgendein Riesenvieh, wenn ich das sage. Also wie ich das ganz kleine Schiff hatte... bin ich irgendwie ständig auf irgendwelche asozialen, gemeinen Fledermaushorden und Viehzeug gestoßen. Dong. Die Delle muss scheppbar sein. Isle of Codex. Machen wir erstmal einen Report. Ah, hier gibt's aber Laden, okay. Ja, da kann man im Moment nicht so viel machen. Acquire Doom Monster Hunter. Ja, egal. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja, auf jeden Fall, jetzt wo ich einen Dreadnought habe, ist jetzt irgendwie das Meer ziemlich leer. Finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ach, guck mal, ich sag's, kommt ein Eisberg. Ein Liveberg. Blatt. Sag mal, Kinder, euch ist aber schon klar, dass ihr nachladen sollt. Was immer das Ding auch ist, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt schnell. Das ist schon mal gut. Also die Vorwärtswaffe, die müssen wir gar nicht so oft, können wir eigentlich gar nicht so wirklich oft einsetzen, gell? Eigentlich können wir die meiste Zeit entweder die Deckkanone, weil die auch zur Seite schießen kann, oder halt die nach hinten gerichtete Kanone. Dauert aber seine Zeit, bis man den runtergezimmert hat. Ich kann mich natürlich auch einfach stellen, aber ich weiß nicht genau, wie viel Damage der macht. Das scheint eine relativ sichere Methode zu sein, wenn man genug Feuerkraft hat.
Das ist immer die Krux bei so Geschichten. So, ein sauberer Treffer noch, dann war's das. Also, mal gucken, was er hat. Das ist immerhin einer der größten Gegner, die wir jetzt haben. So, okay, Treasures. Hunting-Schlüssel. Ja, mir ist ja schon klar, dass mit dem Full Power. Ich glaube, hier legen wir ganz kurz an, um Sprit zu nehmen. Genau, hier kommt man auch ein Schiff kaufen. Ne, kann man eben nicht. Aber Fuel kann man... warum nicht? Interessant. Aber irgendwie will er mir nichts verkaufen. Ach, hier oben waren wir schon. Laufen wir mal nach Osten ab. Ich muss mal irgendein Spiel spielen mit einem Dampfboot. Das ist, irgendwie finde ich das gerade richtig witzig, mit so einem Schiffchen, mit so einem Dampfschiff rumzueiern. Das finde ich aber irgendwie witzig, dafür, dass ich eigentlich unter der Erdoberfläche bin, ist es im Süden feucht und warm und im Norden gibt es und kaltes, leeres Ödland, das irgendwie aussieht wie so ein bisschen wie verkochter Blumenkohl. Ach, was ist denn das da? Faustik Corsair. Also wir bleiben erstmal friedlich, es sei denn, die greifen an. Ich will nicht wieder Fehler begehen und ein Schiff, das eigentlich mir nichts machen wollte, angreifen. Wir nähern uns mal. Aha, ist Feind. Gut. Naja, das war jetzt irgendwie nicht so der Schaden, Junge. Guck mal, was ich kann. Na komm, verfolg mich doch. Habe ich keine Torpedos da und deshalb kann ich nicht? Das könnte euch sein, ich habe überhaupt keine Torpedos dabei. Ich glaube, die haben nur eine Kanone nach vorn, ja? Ne, kann auch zur Seite schießen. Die brauchen nur ewig zum Nachladen.
Na toll. Ah, Peaches? Jetzt mal ernsthaft? Halbe Schiff kaputt. Wegen nix, wieder nix. Was ist das denn? Wenn wir eine Menge brauchen. Ja, repariert immer schön weiter. Ich denke, ich werde natürlich an Land gehen. Legen wir mal einen Dingsbums an. Ja, Freunde der Nacht, das muss mal fertig werden hier, die Reparatur. Wir wollen bald wieder in See stechen. Ja gut, ich habe jetzt mehr Deckleute, also ich habe jetzt mehr Crewmitglieder, geht das natürlich auch ein bisschen zügiger. Ich nehme an, dass das in dem Verhältnis steht, ich weiß es ja nicht genau. So, sehr schön, das brauchen wir trotzdem dann nochmal. Wir haben ja keinen Mangel an Geld, gell? Dann geht's mal weiter. Aber schön, dass es auch einen Vulkan gibt. Wir fahren jetzt nochmal straight nach Nordost ab. Dann haben wir ja einen ganz ordentlichen Teil der Karte. Also das ist ein ordentlicher Teil der Karte, aber wir haben auf jeden Fall doch uns umgeguckt. Ja? Das, darauf können wir uns einigen. Aber wir probieren das mal. Es hat auf jeden Fall sehr viel Atmosphäre, das Spiel. Mir gefällt das irgendwie hier rumzutuckern und zu gucken, was gibt es hier überhaupt, ein bisschen rumzubatteln, die Quest zu lesen und das rauszufinden und so. Ich denke, da steckt da noch mehr Potenzial drin. Also es steht ja auch bei einigen Sachen drin, jetzt noch nicht. Das heißt, an dem Spiel wird ja noch gearbeitet, da kommt noch mehr Content dazu. Und das finde ich sehr reizvoll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch sehr viel rausholbar ist aus dem Spiel. Also auf meiner Liste ist es jetzt mittlerweile, wenn das mal nächstes Jahr beim nächsten Sale, nächstes Jahr jetzt nicht unbedingt, wir haben ja gerade das Anfang, aber im nächsten Sale oder so mal ist, also im Moment ist es mir ehrlich gesagt noch einen Zacken zu teuer. Das liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie ein Geizknüppel bin oder das Spiel wirklich teuer wäre, sondern einfach daran, dass ich halt einfach so viele Spiele immer kaufe und dann natürlich schon gucken muss, ja, also man muss ja schon ein bisschen nach Geld da gucken, gerade wenn man so wie ich relativ viele Games kauft. Was ist das denn? Kann man nicht docken. The Chapel of Lights. Sehr schön, der Report ist angelegt. Da gibt es sonst nichts. Wir haben die Vorräte weggegessen, ich habe einen Bericht drüber geschrieben, wir können weiter. Wobei ich ja ganz gern eigentlich mal so ein Flair abschießen möchte.
Die meiste Zeit ist es gar nicht so wirklich dunkel. Oh, was ist das denn? Frost Found. Fort besieged by question, answers and riddles. Das ist ja nicht mal aufwendige Architektur. Oh nee, der Zweine, komm, wir müssen uns verkrümmeln. Das hat sich ja gar nicht gelohnt gehabt, mit dem Ding rumzukämpfen. Gut, klar, ist natürlich auch Zufall. Ist ja Glückssache, was der droppt, aber... zeigen, dass das hier die Dockanlage ist. Da steht doch eben. Was ist das denn? Die Tortoise ist ist eine Landschildkröte eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das richtig eigentlich auf Englisch im Englischen richtig ausspricht. Es ist ja so, im amerikanischen Englisch ist Turtle generell die Schildkröte. Im britischen Englisch wird das unterschieden. Eine Turtle ist die Schildkröte, die im Wasser rumeiert. Und eine Tortoise, so spricht man es richtig aus, ist eine Landschildkröte. Sehr spannend. Ah. Wir könnten noch einen Mechaniker anheuern. Ja, nehmen wir mit. Schön, erledigt. Achso, wir wollten ja, wenn wir hier rüberdampfen, können wir hier mal gucken. 8,5%, 6, 3, 100. Aber interessant, dass es dafür, klar muss es mehr geben, aber man sieht, die unterscheiden sich auch. Muss man halt abwägen. Das sieht ziemlich stark befestigt aus. Und das hier Schutzturm, oh, die werden das nicht gut finden, wenn ich anfange, hier überall dagegen zu drücken. Oh, das war gerade nicht so gesund. Ja, aber jetzt mal. Ja, ich weiß, es war meine Schuld. Kriegstrimaran. So haben wir doch gar keinen Stress. Aber die vielleicht mit mir? Ich glaube, ich habe mich hier verdampft. Obwohl, das ist eine Brücke, kann man wahrscheinlich unten drunter durchfahren. Ja gut, ich hatte schon Angst gehabt, es macht nicht mehr klönen. Das ist mal richtig groß. Und alles sehr stark befestigt. So mit Seebastionen. Ich sehe aber keinen Dock. Doch, da ist es. Wir können hier wahrscheinlich drunter durch.
Also diese Kanatschiffe, die suchen scheinbar Stress. Mal gucken, ob man trotzdem anlegen kann. Du bist keine Händler. Was alles lockt. Nee, dann verkrümmeln wir uns. Offensichtlich sind wir hier im Feindgebiet. So wie sie irgendwie reagieren und dass man hier nichts kaufen kann. So. Ja, wir laufen nach Norden raus. Das ist ein Gate, keine Brücke. Dann würde ich da besser vielleicht nicht dagegen fahren. Immer Schub, ich will mich absetzen. Ich habe eigentlich keinen Bock in Gegenwart von diesen schweren Seebastionen, mich mit denen rumzubatteln. So, wir fahren jetzt nochmal kurz nach Osten und dann setze ich meinen letzten Cut, würde ich sagen, für dieses Steam-Wochenende. Wir brauchen dringend einen Hafen, wo wir Sprit kaufen können. Also was immer das für ein Tier auch war, es war ziemlich groß. Jetzt gehen aber langsam Vorräte und Sprit aus. Wir müssen jetzt wirklich einen Hafen finden. Das ist zumindest schon mal Licht. Wir können das Licht schon mal ausschalten. Damit verbrauchen wir weniger Sprit. Ich weiß ja nicht, ob das ein freundlicher Hafen ist, ob das wieder so ein Kahngebiet ist, aber wir müssen das Risiko jetzt langsam mal eingehen. Ich sehe da keinen Dock. Doch, da oben ist eins. Boah, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass sie Sprit an uns verkaufen. Ja. Wie? Ja, Moment. Was soll der Quatsch? Warum kaufen die keinen Sprit? Ja, egal, wie auch immer. Wir haben jetzt gedockt. Ich würde an der Stelle mich jetzt einfach verabschieden. Wir sehen uns hier vermutlich irgendwann wieder. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. Es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Es polarisiert, das ist klar. Ich denke aber, wenn man sich darauf einlässt, kann man da wirklich Spaß mit haben. Hatte ich ja auch gerade eben. Ich verabschiede mich also jetzt erstmal aus San Lecy. Willkommen im Faktor Games Archiv. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder in einem anderen Spiel, in einem anderen Mod und hier natürlich auch irgendwann hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.